wenn sich zwei Freunde treffen und einfach zusammen kochen. Also so sollte es eigentlich sein. So. Es ist halt einfach spannend, mit Persönlichkeiten zu kochen, die irgendwo eine Geschichte hinter dem Gericht haben. Das Gericht ist nur so viel wert, wie auch Geschichte zustimmt. Das Coole ist, dass eigentlich zwei verschiedene Arten, die auch mit Genuss zu tun haben, eben Musik und Kochen, dass die zusammenkommen und dass man vor allem sehr viel lernt dabei. Im Endeffekt geht es nicht um Musiker, es geht um einen Schudel, sondern es geht um das Essen. Jetzt haben wir einer meiner Lieblingsgerichte gekocht, Spaghetti Vongole aus Sardinien. Die Pfanne ist komplett leer. Es sind einfache Rezepte zum Nachkochen und eben mit Musikern, die man sieht, wie sie auch ganz privat wirken.